Das Gaffen-Tötet-Projekt läuft seit Herbst 2021 mit in 10 Bundesländern teilnehmenden Wachen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das heißt, es wird getestet, ausprobiert, was dieser QR-Code vielleicht bewirkt. Und wir sehen schon, dass die Seite gaffen-tötet.de über 50.000 Mal aktiv angesteuert wurde seit Projektbeginn. So eine beträchtliche Zahl ist und wir auch noch bis Ende des Jahres weiter erheben werden. Mal sehen, wie häufig die Seite da noch aufgerufen wird. Und wir sehen natürlich auch, dass die Teams, die im Einsatz sind mit dem QR-Code, darauf angesprochen werden. Dass sie gefragt werden, was habt ihr denn da für ein Auto, was ist denn das für ein Muster? Was natürlich auch dafür spricht, dass es sich im Bewusstsein immer mehr festsetzt, wie verhalte ich mich korrekt an Einsatzorten, warum ist es nicht in Ordnung, Bildmaterial zu erstellen, weder von hilflosen Personen noch von den Rettungsteams, warum ist das ein Problem auch für die Arbeit der Rettenden. Und da können wir schon tatsächlich einiges sehen, dass wir dort also zumindest in den Köpfen eine Veränderung, eine Bewusstheit, ein Bewusstsein für die Problematik bewirken können. Von den Rettungssanitäterinnen und überhaupt den Teams, die uns in der Pilotstudie unterstützen, hören wir ganz unterschiedliche Dinge. Es scheint nicht an jedem Standort gleich stark ein Problem zu geben mit Menschen, die bei Einsätzen zusehen, die dort Bildmaterial erstellen. Das scheint regionale Unterschiede zu geben. Und was sehr erfreulich ist, wir bekommen auch immer mehr zu hören, immer wieder zu hören, dass es auch korrektes Verhalten an Einsatzorten gibt. Dass Menschen eben sich genau richtig verhalten, dass sie schauen, ob sie als Ersthelferin oder Ersthelfer aktiv werden können, dass sie korrekt Notrufe absetzen und dass sie dann wirklich diszipliniert auch den Einsatzort verlassen, sobald die Profis dort sind. Wir erheben noch bis Ende Dezember 2022 Daten und werden dann auswerten, also das Gesamtpaket ansehen, die Interviewdaten, die Einsatzzahlen, Einsätze mit störenden Zuschauenden, sodass wir dann hoffen, auch klarere Fakten zu schaffen. Wie häufig ist überhaupt das Problem und wo und wie sollte gezielt auch vielleicht eine Prävention stattfinden können? Ja, das ist ein Pilotprojekt, das heißt, es mag auch gerne noch Folgeprojekte geben und wir sind gespannt, was die Daten uns diesbezüglich empfehlen werden.